froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Wir müssen wirklich zu einer Nervenanstalt. Denn wir sind hier in aller Illusion. Wir sind hier in der Welt vor diesem Ruvik. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob es eine Menge Fantasie. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ah, Treppe. Rubik ist hier. Und er... Nein, nicht ich. Sebastian, was ist... Bleib weg. Was ist jetzt passiert? Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry. Ach, da bist du. Infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte. Sie hatten uns eingesperrt. Worüber redest du? Hey, du kannst uns doch jetzt nicht hier lassen. Leslie? Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Da sagst du was. Gas. Vorsicht, ein Flammenbar. Ich glaube, das wird den Besten hier nicht interessieren. Okay, verstecken.
weiß, dass die DLCs, die wir im Anschluss spielen, irgendwie die Geschichte von den Bestien beleuchtet. Ein DLC zum Beispiel, das weiß ich ganz genau, da geht es um die Vorgeschichte von einer Bestie. Der Bruder von Pyramid Head, den wir getroffen haben. Dann nicht hoch, oder? Nein. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Da hat doch was gepiept. Verstecken? Brauchst du dich nicht verstecken. Da ist eine Kurbel zum Drehen. Los, gleich hast du es geschafft, Sebastian! Adios, ja, ich melde mich dann mal bei dir. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Fabrikschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte, die neben einer Leiche in der Schaufensterpuppenfabrik lag. Ich dachte, das wäre eine Leiter gewesen.
Eine Schaufensterpuppenfabrik. Joseph. Tagebucheintrag von August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig, Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Das macht Max auch manchmal. Im RP. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch. Distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen, vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Hier etwa ein Spitzel? Aber warum? Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib vom Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Ein Ermittler, der zu viele Fragen gestellt hat und dann in den Fokus geraten ist. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Es waren schon wieder 30 Minuten. Bringen wir das Kapitel noch zu Ende. Hier muss doch was sein. An solchen Stellen ist immer etwas zu finden. Abseits des normalen Wegs. Nicht aufmachen. Ach komm. Mann, ey. Warum?
Und schon ist die Gesundheit wieder unten. Joseph. Das war jetzt Kapitel 11. Ich habe gesagt, wir machen das Kapitel noch zu Ende. Das haben wir jetzt. Jetzt haben wir wieder Joseph gefunden, aber die Kidman ist weg. Und wir haben noch 4 Kapitel vor uns. Ich werde aus dem ganzen Spiel nicht schlau. Den Teil mit der Schwester, den habe ich verstanden. Das mit der Kompatibilität. Und dass wir in Richtung Nervenklinik gehen müssen, weil das der wie noch normale, ruhige Raum ist, wo der Ruben sitzt. Umgeben von dem Hass. Wir müssen zu ihm vordringen. Aber all das, alles andere drumherum. Warum seine Schwester wie ein Monster dargestellt wird. Warum er zu Sebastian sagte, warum haben sie dich mit hineingezogen. Das erschließt sich mir noch nicht.